Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen weiteren Runde von Bus Simulator 18. In der letzten Folge haben wir ja den MAN gekauft und haben mit dem auch ein paar Sachen angestellt. Wir sind mit ihm rumgefahren. War ich ganz lustig. Wir haben die Strecke 5 gefahren. Jo. Und heute, diese Gebiete hier, die beiden Gebiete hier, die Landwirtschaftszone und die Industriezone haben wir freigeschaltet und werden mit denen dann jetzt arbeiten für die nächsten paar Strecken. Unsere Aufgabe ist es, diese beiden Strecken halt zu erstellen. Das sind die 7 und die 8, die habe ich schon erstellt. Dann beide Strecken natürlich fahren und die 8 müssen wir mit einem Erdgasbus fahren. Den werden wir uns in der nächsten Folge kaufen und das dann machen und dann werden wir hier unsere ganzen anderen Aufgaben erfüllen. Dafür kriegen wir einen ordentlichen Batzen Geld, Werbung und einen weiteren Stadtbezirk. So, das heißt, wir fahren jetzt die 7 mit unserem MAN. Fahrt starten. Das passt auf dem Lenkrad. Ja, passt. So, das ist drin, das ist draußen. So, und jetzt geht die wilde Fahrt schon los. Nächster Halt, Moskorn, Lagerhalle. So, schön nah am Rand. Wieder auf, Motor aus, bitte alle reinkommen. Ah, endlich haben wir auch eine Busanbindung. Du brauchst nicht alles nachlabern, ganz ehrlich. So. Wurde an, Tür zu, den Gesetzen und weiter geht's. Nächster Halt, Wasseraufbereitungsanlage. So, hier schön in die Kurve rum. Hier gleich nochmal. War das ein... Geist, da gibt es nicht. Es gibt nur Busfahrer. Man muss die Bremse reinmachen. Ich glaube, sie blockieren die Tür. Tschüss. Wiedersehen. Okay, Motor, komm, dann können wir weiterfahren. Dann fahren wir zum Hafen Zentrallager, ist auch schön. So, schön an die Geschwindigkeitsgrenze halten. Wer fährt? Keine Ahnung, wie wer losfährt. Ist mir doch egal, Hauptsache wir fahren. Komm, gibt's Gas! Ganz ehrlich, beeilt noch mal ein bisschen. Kommt schon. Okay, ganz ehrlich, jetzt habe ich leider keine Lust mehr. Euch Kasper zu warten. Verzeiht mir, dass ich das getan habe, aber es musste sein. Ich habe keinen Bock mehr. Ich meine, wir sind jetzt da 2 Minuten gestanden. Da habe ich jetzt absolut keine Lust mehr. Oh, schön, die richtige Geschwindigkeit wahren. Dann ab in die Haltestelle, Hafen Zentrallager. Hafen Zentrallager.
wieder alle reinkommen, wenn die drin sind. Geht doch schon los. Nächster Halt, Zuckerfabrik. Das ist Baustelle. So, Zuckerfabrik liegt schon in der Landwirtschaftszone. So, das läuft doch ganz gut bis jetzt. Jetzt darf ich es bloß nicht auf der Landstraße von der Geschwindigkeit her übertreiben, sonst habe ich ein Problem. Es ruckelt mir da so. Gib mal Gas! Was ist Schlag noch in erster Linie? Gleich ein Schlagloch kommen, da hinten irgendwo, nach dem, das ist also direkt auf dem Hügel drauf, müsste ein sein. Ach, verdammt, ich habe vergessen, die Haustür zu schließen. Das ist nicht gut. Und es ist ganz gut gelaufen. Ab in die Haltestelle. Zuckerfabrik. Endlich haben wir auch eine Anbindung. So, dann können wir gleich weiterfahren. Ja, wir fahren jetzt zum Heuschober. Ja. Da gibt es noch ein paar interessante Sachen wie am Postfeld beispielsweise. Da fährst du dann zum am Postfeld, du Audioschisch. Also das gibt, also am Postfeld, das gibt es bei uns in der Stadt. Endlich haben wir auch eine Busanbindung. Ich habe Stefan schon ewig nicht gesehen. Ist er immer noch krank? Nein, er ist schon wieder krank. Jetzt von der Tür zu. So, dann fahren wir jetzt. Wie heißt die Anstelle? Nächster Halt: Nutribor Forschungslabor. Genau, das Nutribor Forschungslabor war's. Da fahren wir jetzt hin. Und dann fahren wir wieder zurück. Unsere Starthaltestelle. Das finde ich nett, dass ihr fahrt. Den zwingen wir jetzt, wo losfährt. Das passt schon, der biegt ab. Das ist eng, aber es geht. So, ich bin YouTuber Forschungslabor. Also bisher finde ich den Verkehr echt ganz gut. Wobei doch, das geht schon. Ich wollte jetzt eigentlich schon links da vorbeifahren, aber da ist doch gefahren, das ist auch gut. Manchmal fühle ich mich. Okay, der wartet. Gut, der fährt Platz. Und dann können wir jetzt zur Haltestelle fahren.
Vorfahrt ist immer gut. So. Gleich sind wir da nach der Kurve. Jetzt fahren wir wieder zur Starthaltestelle zurück. Nächster Halt, Boskorb, Lagerhalle, Endstation. Bitte alle aussteigen. Genau, und da haben wir auch schon Endstation. Dann haben wir es für heute eigentlich auch schon geschafft. Also nicht für heute, diese Folge. Das finde ich nicht sehr nett, dass ihr jetzt hier anhalten müsst unbedingt. Ganz so lang kann das dauern. Geht doch. Gut, fahren wir halt. Okay, wenn sie fahren, fahren wir doch nicht. Das ist mir jetzt auch egal. Das ist auch relativ. Der biegt eh ab. Also passt es für uns, genau. Dann müssen wir jetzt hier nochmal abdehnen und dann haben wir es eigentlich halt auch gleich geschafft. Das noch gleich. Ah, stimmt. Es war Gruyère. Schön, was es war. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Ich habe kein Französisch in der Schule, also läuft halt schlecht. Also, jetzt lass man gleich den Berg runterrollen, sonst werde ich wieder geblitzt. Dann haben wir es gleich geschafft und sind dann gleich an der Starthaltestelle und dann sind wir fertig. Ich kann das Wochenende kaum erwarten. So. Boskorb Lagerhalle heißt die Haltestelle. Das ist sehr lustig. Oh. Aber eine scheiß Idee, oder? So. Das geht so nicht. Ja, das ist doch unfassbar. Reicht. Komm, jetzt passt halt zu. Mein Gott. Das war ich ganz ehrlich. Wenn da ewig keine Sau fährt. Ich weiß, ich habe mich vorgedrängelt. Deswegen lasse ich ihn jetzt auch vor. Es sind mir einfach viel zu viele Autos hier. So, jetzt haben wir es geschafft. Letzte Haltestelle. Nächster Halt, Boskorb, Lagerhalle, Endstation. Bitte alle aussteigen. Hat noch jemand Müll vergessen? Bis dann. Ja. Wo ist der Müll, wo ist der Müll, wo ist der Müll? Ich hab die da ganz hinten, genau. Okay. So, und dann haben wir es geschafft. Jetzt wirst du eine 5-Sterne-Bewertung geben. Ist gut. So, diese Strecke haben wir erledigt. So, und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Schaut euch natürlich auch die anderen Folgen noch an.
Link ist in der Beschreibung. Wahrscheinlich wird es hier auch noch irgendwo eingeblendet jetzt im Bildschirm. Naja, und dann sehen wir uns, wenn die nächste Folge anfängt. Also, die werde ich jetzt wahrscheinlich auch gleich aufnehmen. Also, lasst auf jeden Fall ein Like da und natürlich auch ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao.